Bilder einfügen und bearbeiten in Writer LibreOffice 6.3. Teil 1: Bild einfügen, Größe ändern, Umlauf und Verankerung festlegen, komprimieren, drehen und beschriften. Grundlage dieses Videos ist das Handbuch Writer Textverarbeitung, Kapitelarbeiten mit Grafiken. Ein Bild einfügen. Öffnen Sie Writer und die Datei Lorem Ipsum V63. Setzen Sie den Cursor irgendwo in die Mitte des Textes. Nun wählen Sie das Symbol Bild einfügen. In der Dialogbox Bild einfügen wählen Sie die Bilddatei Bild015K aus und klicken auf Öffnen. Das Bild wird nun im Dokument dargestellt. Bild, Position und Größe. In der Seitenleiste bei Eigenschaften können Sie bei Position und Größe die Höhe und Breite des Bildes bestimmen. Damit die Proportionen erhalten bleiben, setzen Sie ein Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten. Bei Breite geben Sie 5 cm ein. Das Bild wird sofort in den Abmessungen angepasst. Der Wert für die Höhe muss nicht mehr eingegeben werden, da Sie ja das Häkchen bei Seitenverhältnis beibehalten gesetzt haben. Links klicken Sie auf das Bild und ziehen Sie es zunächst weiter nach unten in Richtung Mitte. Umlauf für das Bild festlegen. Im Kontextmenü wählen Sie für das Bild Paralleler Umlauf aus. Rechts klicken Sie wieder auf das Bild und wählen Eigenschaften aus. In der Dialogbox Bild im Tab Umlauf tragen Sie bei Abstand jeweils 0,5 cm ein. Und klicken Sie auf OK. Verankerung für das Bild festlegen. Nun rechtsklicken Sie auf das Bild. In dem erscheinenden Kontextmenü fahren Sie mit dem Cursor auf Verankerung. Ein weiteres Kontextmenü zeigt die Verankerung als am Absatz. Sollte dies nicht voreingestellt sein, klicken Sie darauf. Das Bild komprimieren. Das Bild, Bild015K, wurde vorab schon verkleinert, deshalb ist eine zusätzliche Komprimierung nicht erforderlich. Schauen Sie es sich trotzdem an. Rechts klicken Sie auf das Bild und wählen im Menü Komprimieren. In der erscheinenden Dialogbox Bild komprimieren werden die Werte für Breite, Höhe und Auflösung angezeigt. In der Dialogbox unterhalb der Mitte wird die Größe der Bilddatei in Kilobyte angezeigt. Klicken Sie auf Abbrechen. Denken Sie daran, Ihr Dokument zu speichern. Das Bild drehen. Bei markiertem Bild rechtsklicken Sie auf das Bild und wählen im Kontextmenü Drehen oder Spiegeln, Drehen. Die vier Ecken des Bildes haben nun jeweils einen orangefarbenen Punkt. Fahren Sie mit dem Cursor auf einen dieser Punkte. Die Cursorform verändert sich zu einer Dreiviertelkreislinie mit Endpfeilen. Klicken und halten Sie den Punkt und ziehen ihn im oder gegen den Uhrzeigersinn. Wenn der gewünschte Winkel für das Bild erreicht ist, lassen Sie die Maustaste los. Eine weitere Möglichkeit, das Bild zu drehen, haben Sie in der Seitenleiste bei Eigenschaften. Bei markiertem Bild können Sie in der Seitenleiste im unteren Bereich bei Drehung den Winkel in Grad angeben. Alternativ über das Drehrad den blauen Punkt fassen und halten und im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn der gewünschte Winkel für das Bild erreicht ist, lassen Sie die Maustaste los. Bei 0 Grad ist das Bild wieder in der Lage, wie es eingefügt wurde. Das Bild beschriften. Rechts klicken Sie wieder auf das Bild und wählen im Kontextmenü Beschriftung einfügen. In der Dialogbox Bildunterschrift einfügen tragen Sie bei Beschriftung eine Beschriftung für das Bild ein. Bei Eigenschaften Kategorie können Sie einen Begriff für die Kategorie auswählen, zum Beispiel Schaubild oder Abbildung. In der Vorschau wird angezeigt, wie die Beschriftung gesamthaft aussieht. Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf OK.
Das Bild hat nun einen zusätzlichen Rahmen erhalten und entsprechend der Vorauswahl befindet sich die Beschriftung am unteren Rand. Die Beschriftung können Sie auch noch nachträglich ändern oder ergänzen. Voraussetzung ist, dass der Rahmen nicht markiert ist. Klicken Sie einfach in den Beschriftungstext und editieren die Beschriftung.